Hallo, meine Lieben. Heute mal wieder in alter Kulisse im Wohnzimmer. Ich habe heute diesen Ort gewählt, weil ich gehofft habe, dass ich... Ha! Das ging ja schneller als erwartet. Darf ich vorstellen, das ist Klein Vicky. Wer mich bei Facebook beobachtet und verfolgt, weiß, wer Klein Vicky ist. Und deswegen habe ich heute auch den Platz im Wohnzimmer gewählt, weil ich gehofft habe, dass ich sie dann mal vor die Kamera bekomme, weil sie darf ja erst, sie darf ja jetzt momentan das Wohnzimmer unsicher machen, aber weiter in die Wohnung ist sie noch nicht eingedrungen. Ja, warum mache ich dieses Video heute? Ich habe mal wieder ein paar, aua, Neuzugänge. Ich fange an mit einem Buch. Watch. Ja, grobe Katze, ich sag's euch, ich guck aus. Welches mir der Rowohlt Verlag zur Verfügung gestellt hat zum Lesen. Und zwar ist es Amanda Kyle Williams Cut. Das ist ein unheimlich krasses Cover. Das ist hier wirklich, schaut das aus, als wäre hier reingeschnitten worden. Ich freue mich sehr auf dieses Buch. Das klang wirklich unheimlich spannend. Ich kann euch hinten mal den Text vorlesen. Liebster Lieutenant, wollen Sie wissen, wie ich es getan habe? Ich habe so lebendige Erinnerungen daran, wie ich vor Ihrem Haus stand und den Dunst aus der Küche roch. Als sie die Tür öffnete, lächelte sie. Das Letzte, was sie hörte, abgesehen von ihrem Wimmern, war das Klicken meiner Kamera und das leise Knacken ihres Genicks, als würde ein Wunschknochen entzweibrechen. So. Dieses einmal. Und dann habe ich. Aua! Meine Katze ist so grob. Und dann habe ich gestern von Medimops meine Bestellung erhalten. Da habe ich ja den 10-Euro-Gutschein genutzt und habe mir ein paar kleine Schätze bestellt. Und die zeige ich euch jetzt mal. Und zwar, nein, ich möchte erst noch mit einem Buch anfangen, welches mir die liebe Gwen ja schon zu meinem Geburtstag geschickt hat. Und ihr Päckchen ja kurz nachdem kam, als ich das Video hochgeladen habe. Und das Buch wollte ich euch noch kurz zeigen. Ich habe schon mal ein bisschen reingelesen. Klingt unheimlich süß. Und zwar ist es von Khalil Gibran, der Prophet. Klingt unheimlich schön. Ich habe auch schon mal ein bisschen reingelesen und das ist, glaube ich, wirklich so ein Buch, wenn man schlechte Laune hat und einfach mal ein bisschen was Fröhliches oder, was heißt nicht Fröhliches, aber etwas Aufbauendes lesen will, glaube ich, ist das hier sehr gut geeignet. Danke dafür, liebe Gwen. So, dann kommen wir jetzt zu meiner Medimops-Bestellung. Und zwar habe ich bestellt von Gillian Hoffmann Morpheus. Morpheus ist die Fortsetzung von Cupido. Cupido habe ich ja auch schon in meinem Schrank stehen, habe es aber damals nicht weitergelesen, weil ich es ja so gruselig fand. Und dachte mir, ich gebe dem Buch jetzt nochmal eine Chance und habe mir dazu dann auch gleich den zweiten Teil bestellt. So, dieses Buch hat 1,99 gekostet. Es ist augenscheinlich relativ gut erhalten. Hier hinten natürlich die berühmt-berüchtigten Leserillen und hier oben hat es einen kleinen Ditzer. Aber ich sage, diese Leserillen, die kann sogar ich manchmal nicht vermeiden. Also da mache ich niemanden den Vorwurf. Gerade in den, ja, diese Taschenbücher ist halt immer schwierig, da keine Leserillen reinzubekommen. So, dann habe ich mir bestellt, auch jeweils für 1,99. Einmal Hektor und die Reise der Liebe von François Laylord. François Laylord klingt gut. François, nein. Ah. Lest es selber. Und das Geheimnis der Liebe ist es, Hector und das Geheimnis der Liebe. Hector ist ein junger Psychiater und ja, und wird auf die Reise seines Herzens gehen. So grob. Ich glaube, das ist ganz süß. Das klingt auch ganz nett. Es gab so ein bisschen so eine, so ein Lebensbuch quasi, so ein bisschen, ja. Und das ist einmal die Taschenbuchausgabe für 1,99. Und dann habe ich mir noch Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück bestellt. Das ist jetzt diesmal ein Taschenbuch. Dieses Buch ist auch sehr gut erhalten, also wirklich sehr schön, auch nicht schief gelesen, also ein bisschen vielleicht. Zu dem Buch möchte ich sagen, dass dieses Buch aussieht
Das riecht auch, als wäre das wirklich nie in der Hand gewesen. Es ist ein bisschen dreckig vorne und ein bisschen kratzig, aber ich glaube, dass das eher vom Stehen im Bücherregal kommt, weil an sich schaut das Buch nicht so aus, als wäre das schon jemals mal in Benutzung gewesen. Ja. Zu diesem Buch sagt übrigens Elke Heidenreich, wenn man dieses Buch gelesen hat, ich schwöre Ihnen, ist man glücklich. Na dann, bin ich gespannt. So, dann habe ich mir bestellt, ebenfalls für 1,99 Marlo Morgan Traumfänger. Und zwar ist es die Geschichte einer mutigen Frau, die mit den Aborigines wandert und ihre Lebensweisheiten auch kennenlernt. Auch zu diesem Buch freue ich mich schon, auf dieses Buch freue ich mich schon. Es ist ein bisschen vergilbt, muss ich sagen. Es hat eigentlich auch nur hier eine breite Leserille und es ist ein bisschen vergilbt, aber ich sag für 1,99, hallo, was erwartet man? So, dann habe ich mir bestellt, keine Ahnung warum, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, von Sarah Kuttner, Mängelexemplar. Auch dieses Buch hat 1,99 gekostet und da ist dieser blöde Aufkleber und ich hasse ja Aufkleber auf Büchern, den muss ich wegmachen. Dieses Buch ist ebenfalls augenscheinlich so, als hätte das noch nie jemand in der Hand gehabt. Also da ist nicht mal ansatzweise eine Leserille, wenn man dran. Entschuldigung. Wenn man dran riecht, es riecht wie neu, wie aus der Buchhandlung. Also ich sage für 1,99 ein absolutes Schnäppchen. So, dann habe ich mir noch bestellt von Mary Janice Davidson, Weiblich, ledig, untot. Da fand ich das Cover schon so toll, mit dieser blonden Schönheit. Und zwar geht es hier um Betsy Taylor. Betsy Taylor verliert ihren Job, kommt bei einem Autounfall ums Leben, ist aber dann nicht tot, sondern lebt als Vampir weiter. Es sind Mehrteiler, das ist jetzt der erste Teil und ich bin gespannt drauf. Ich finde, es klingt unheimlich lustig. Ja. Und dann habe ich mir noch bestellt, ebenfalls für 1,99. Also alle Bücher, die ich bisher gezeigt habe, waren für 1,99 deklariert. Dann habe ich mir bestellt Lisa J. Smith im Zwielicht, Tagebuch eines Vampirs. Das ist ja die Buchreihe zu Vampire Diaries und ich bin ja ein absoluter Vampire Diaries-Fan. Also ich glaube, ich habe schon selten so eine gute Sendung gesehen wie Vampire Diaries. Natürlich mal abgesehen von Damien, aber jeder, der die Serie kennt, weiß, wovon ich rede. Ja, das ist auf jeden Fall der erste Teil von einer mehrteiligen Reihe, so wie ich das mitbekommen habe. Und ja, ich werde es mal ausprobieren. Das Cover finde ich jetzt nicht so sehr gelungen, das gefällt mir jetzt nicht so. Aber wenn das nämlich Elena darstellen soll, beziehungsweise Catherine, finde ich es nicht sehr getroffen. Ja, und dann habe ich mir noch bestellt ein autobiografisches Buch, und zwar Fucking Berlin von Sonja Rossi, Sonja Rossi, Studentin und Teilzeithure. Da geht es um eine junge Frau, die als Hauptfach Mathematik studiert und im Nebenfach Prostitution betreibt, sozusagen. Und ich fand das einfach unheimlich interessant, weil diese Gegensätze doch ziemlich krass sind. Also ich finde ja, Mathematikstudenten oder Studentinnen sind ja doch meistens sehr bieder und sehr langweilig, also so meint man es zumindest. Und wenn eine Mathematikstudentin als Nebenjob eine Prostituierte ist, finde ich diesen Lebenswandel schon ziemlich krass. So. Ebenfalls 1,99. So, das waren jetzt 2, 4, 6, 8, 10 Bücher, 8 davon von Medimops. Und da habe ich damals gesagt, als ich bei Medimops bestellt habe, das reicht, das reicht. Also für 20 € oder 19 € irgendwas, habe ich mir gedacht, das ist okay. Dann kam ich aber auf die glorreiche Idee, ich könnte doch mal nach Gutscheinen gucken, gibt es ja doch immer wieder bei Medimops und hatte dann sogar das unverschämte Glück, für einen 10-Euro-Gutschein zu erhalten und habe dann aus diesem Grund dieses Buch noch mit in meinen Warenkorb gelegt, und zwar Rubinrot, Liebe geht durch alle Zeiten von Kerstin Gier. Die letzte Rezension, die ich davon gesehen habe, war von Sven Matthias, und wenn dieser dieses Buch so toll findet, dann muss ich mich auch mal beugen und dem Hype folgen. Ich denke, der Hype ist jetzt Gott sei Dank schon so ein bisschen passé. Nichtsdestotrotz habe ich mich dazu entschlossen, dieses Buch
mir ebenfalls zu bestellen. Gekostet hat es 11,48 Euro. Ich finde aber ganz ehrlich, ja, augenscheinlich dieses Buch hat noch nie jemand in der Hand gehabt. Ja, wirklich. Also selbst hier unten dieses Lesezeichen ist noch original so eingeschlagen, wie ich die Bücher erhalte, quasi wenn sie original verpackt sind. Da ist auch immer dieses Lesezeichen so in ein paar Seiten eingeschlagen. Also von dem her gehe ich sehr, sehr schwer davon aus, dass dieses Buch noch niemand in der Hand hatte. Und es riecht auch noch nach Buchhandlung. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass dieses Buch schon irgendjemand in der Hand hatte. Ich muss mich hier mal ganz kurz Katze, nicht so grob sein. So, dieses letzte. Ja, das soll es mal gewesen sein von meinem neuen Raubzug-Haul-Gedöns-Dings. Habe jetzt wieder einiges zu lesen. Demnächst wird auch noch ein Abonnentengewinnspiel kommen. Da habe ich auch schon die Bücher beisammen. Näheres werdet ihr noch erfahren. Dafür müssen die Abonnentenzahlen noch ein bisschen nach oben gehen und gucken mal, auf wie viel ich komme. Ich wollte es eigentlich bei 250 machen, aber die sind jetzt schon so drüber. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt warte ich mal noch und guck mal, was sich jetzt noch entwickelt. So, das war's eigentlich schon. Das Buch lese ich momentan. Ich hoffe, ich kriege es jetzt den Monat noch fertig. Und zwar ist es von Lisa Jackson Danger, das Gebot der Rache. Ist mir freundlicherweise vom Knauer Verlag zur Verfügung gestellt geworden. Zur Verfügung gestellt. Oh, naja, ihr wisst, was ich meine. Ich bin jetzt ungefähr auf der Hälfte. Es ist sehr anstrengend zu lesen, weil die Seiten unheimlich dünn sind und unheimlich klein geschrieben sind. Aber es ist unheimlich gut zu lesen. Es ist unheimlich spannend. Also top. So, das war's jetzt aber wirklich. Es war lang genug, das Video. Da wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis die Tage. Tschüss!